Moin Freunde, heute gucken wir uns die N-Armor an. Wir sind wieder bei Unique, deinem Sniper-Tutorial, und gucken uns das jetzt mal eben an, wie das geht hier. Nein, kleiner Spaß, Freunde. Hallo, liebe Hobby-Astronauten. Hallo, Freunde des gezielten Schießens. Heute ist die nächste Waffe dran, die NA-45. Ein ganz tolles Sportgerät hier. Ihr seht, die Perks sind die gleichen geblieben. Exo gleich, Exo-Granate gleich, die Krach ist wieder mit dabei, nur wieder ein paar andere Aufsätze. Heute spielen wir mit Ballistik, CPU und Schaft. Wir sehen hier wieder, es sind dieselben Aufsätze wie bei den anderen Sniperwaffen auch vorher. Bisschen dezimiert, kein Extended Max und so weiter, braucht man auch alles nicht. Hier ist einzig und allein auf dieser Waffe Ballistik, CPU und Stock meiner Meinung nach zu handhaben. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Ich habe mir hier mal den Jack geschnappt, wieder als lebendigen Bot. Und jetzt gehen wir auf Comeback, Freunde, und testen das ganze Ding mal. So, Freunde, jetzt sind wir wieder auf der Map Comeback. Das Spiel kennt ihr, Radar wieder an, Jack da. So, jetzt fangen wir an mit einer ganz besonderen Gegebenheit bei dieser Waffe. Und zwar, passt mal auf, jetzt schieße ich mal den Jack hier ein bisschen an. Und jetzt seht ihr, da blinkt irgendwas wie bescheuert. Seht ihr das? Das ist nämlich so ein Nagel, also ja, wenn du dich mal hochbewegst, danke. So, das ist so ein Nagel, der bleibt in ihm drin stecken und ja, blinkt erstmal wie verrückt. Sieht erstmal ganz witzig aus, bringt aber nichts, weil er nicht tot ist. Das ganze Ding hat folgenden Effekt. Wenn er mich jetzt abschießen würde, dann sehe ich ihn, wenn ich wieder spawne, so schön rot schimmernd über die ganze Map. Quasi so ein erweiterter Super-UAV. Ist aber natürlich auch Quatsch, weil sterben will ich nicht. Das ganze Ding hat aber auch folgenden Effekt, weil bei der NA handelt es sich um eine semi-automatische Waffe, heißt zwei Schuss. Wenn ich jetzt in die Nähe oder genau auf das Ding hier drauf knalle, wieder, dann explodiert das Ganze. Also es gibt einen ordentlichen Bums. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht, sowas gibt's nicht. Ist völlig affig eigentlich, aber es gibt's halt, wenn ich da nämlich jetzt drauf knülze hier. Seht ihr, riesige Explosion, Jack ist tot, hier dampft es und qualmt es, ein bisschen Blut ist zu sehen. Er fliegt sonst wohin. Also, ganz komische Sache auf jeden Fall. Man kann quasi sagen, wenn man richtig trifft, hat er einen Nagel im Kopf. Ja, so sieht das Ganze dann nämlich aus. Also, oh, schön, am Schweben hier auch. Ja, aber wenn ich beim ersten Schuss in den Kopf schieße, so wie hier, dann ist er auch direkt tot. Also, erster Schuss ist eigentlich nur zum Anpeilen, es sei denn, ihr trifft direkt in den Kopf. Und ansonsten, ja, habt ihr da so einen super Monster-Effekt. Warum auch immer. Wo sie sich das ausgedacht haben, weiß ich nicht. Eine ganz komische Sache, aber es ist wichtig, nur beim ersten verschießt ihr auch diesen Nagel. Jetzt habe ich den ersten ja verschossen, treffe ich ihn jetzt mit dem zweiten, seht ihr, kriege ich nur einen Hitmarker, nichts blinkt, kein Nagel. So, jetzt setze ich mal hier den guten Nagel in dich rein, jetzt erschieß mich mal bitte. Muss auch treffen, ne? So, ja. Jetzt hat er mich erschossen, steht er hier hinten irgendwo. Na, wo bist du? Okay, jetzt hast du nicht mal geblinkt. Das ist schade. Nicht mal das hat gerade funktioniert. Sehr ärgerlich. Okay, das war natürlich ein direkter Treffer. Das wollte mich, aber ihr seht, der schöne Nagel. Hier, da blinkt er. Das ist echt so ein Nagel, wenn man das hier mal sich genau anguckt. Der blinkt auf jeden Fall, verfolgt ihn. Ich kann ihn auf dem Radar sehen. Ganz komische Sache. Ich weiß nicht, wo sie es hernehmen. Ja, wenn es so sein soll, soll es so sein. Für mich die schlechteste Sniperwaffe, wenn ihr mich fragt, ist sowieso verboten. Macht nur Hitmarker, es sei denn, ihr trefft genau auf den Kopf. Ist absolut nicht zu empfehlen. Nicht mein Ding. Wenn ihr damit natürlich klarkommt, ist das eure Sache. Ich kann es nicht. Ich finde sie blöd. Und ja, wir fangen jetzt erstmal ein bisschen an zu Quickscope, würde ich sagen, ne? Sigi. Jetzt lassen wir die Spiele hier beginnen. Sauber. Die Waffe ist auch so unpräzise, meiner Meinung nach. Hier, ihr seht das. Also, ganz komisches Gerät. Ich weiß nicht, auch mit diesem Nagel, wie kommt man auf so eine Idee, einen Sniper-Nagel zu bauen? Jetzt hängt der Nagel nämlich da oben in der Wand, wenn man nicht trifft. Da habe ich auch nichts von. Hitmarker, herzlichen Glückwunsch. Man verschießt hier 1000 Nagel und gibt dann nur Hitmarker. Also, ah, man kann zu schnell schießen. Diese Waffe ist wirklich, wie seht ihr, absolut affig. Ganz blödes Handling auch, wenn ich ehrlich bin. Ist zwar eine Semi-Automatik, aber bringt nichts, weil, ja, da wurde ich getroffen auf dem Nagel. Bringt nichts, weil der erste Schuss wirklich nur dieser Explosionsnagel ist, oder wie man das Ding halt auch nennt. Also, ganz kurioses Ding. Ach, nicht mal das kriegen wir hin hier. Ist das ärgerlich. Ja, und da bin ich schon wieder down. Schnell hintereinander. Ja, schnell hintereinander ist so eine Sache. Und zwar, das Ganze ist so, wenn ihr nämlich in die Nähe von diesem Nagel ja trefft, dann explodiert es ja gleich. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, wenn ihr
ja, so wie hier, einfach mal zwei hintereinander abzippelt. Dafür ist diese Semi-Automatik halt auch da. Ja, aber, jeder, der ein bisschen snipen mag und das auch gerne tut und kennt, weiß, das hat nicht mehr viel mit Snipen zu tun. Jetzt hier auch ganz komisch, der Nagel hing in der Wand und es explodiert trotzdem, weil ich jetzt den Nagel getroffen habe, anstatt ihn, also... Stimmt, aber die Explosion ist heftig. Die Explosion ist wirklich heftig, also man haut da auch ordentlich was raus. Dazu kann ich nochmal sagen, um das ganz genau von den Werten und so weiter zu wissen, könnt ihr auf jeden Fall immer schön dranbleiben, weil der gute Jack hat bald auch eine schöne Kategorie. Die nennt sich Abgejackt. Das ist, ja, guckt euch das an, Freunde. Also, bitte, das ist eine Waffe, das hat mit Snipe nicht viel zu tun. Zurück zu Jacks Serie, die Serie Abgejackt erzählt wieder alles über Fakten, Daten, Zahlen. Quasi wie ein Stern- oder Spiegel-TV-Mitarbeiter. Jack haut wieder auf den Tisch und erklärt euch, was Phase ist. Da gibt es bestimmt auch mehr zu diesem unheimlich tollen Sportgerät. Ich denke mal, ihr kennt den Unterton, ist nicht meine Waffe. Empfehle ich euch nicht, spielt was anderes, hat nichts mit Snipen zu tun, ist affig. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Nächste Woche, nächste Waffe, dann wird's heiß, weil dann geht's richtig los. Bis demnächst, bis nächsten Montag, Freunde. Macht's gut. Tschüss. Unglaublich schöner Kill.